Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, die Jiggies of Time. Wir befinden uns aktuell im Reich der Zoras. Ich laufe gerade mal wieder zu Lord Yabu Yabus Domain, sag ich mal. Wir haben 100 Eier, sehr schön. Denn wir wollen noch einen Jinju befreien. Beziehungsweise eigentlich, jetzt müssen wir ja wieder alle 5 befreien. Was halt ein bisschen doof ist, weil wir hatten ja alle 4 schon, nur der hat uns noch gefehlt. Aber hey, was soll's. Und wir hoffen halt, dass in Lord Yabu Yabu der Vater vielleicht wieder da ist und der Junge uns dann, ach shit, der Junge uns dann den Jinju quasi da unten aus seinem Gefängnis befreit. Das ist jetzt so mein Hintergedanke. Ob das jetzt funktioniert, I don't know. Vielleicht war es auch einfach nur ein Hinweis, hey, hier ist mein Vater, hilf mir mal, den zu finden. So kommst du in den Waldtempel oder da musst du als nächstes hin, so in etwa. Möglich. Der Vater ist auf jeden Fall noch nicht da. Was ist, wenn wir dem das jetzt sagen? Oh boy, what's wrong this time, Snowball? Wir wissen doch schon. Ja, wir haben doch schon... Er ist nicht back. Ja. Do you know where he... Ja, wir haben ihn doch schon. Mann. Ja. Er ist in die verlorenen Wälder gegangen. Da hat er sich einfach hingelegt und hat gesoffen und hat sich Musik angemacht. Der ist einfach dumm. Ja. Also ich wette mit dir, das hat bestimmt nichts mit dieser Quest zu tun. Der ist einfach traurig. Reden kann ich auch nicht mehr mit ihm. Toll. Ganz toll. Ja, und wie helfe ich dem jetzt? Das hat bestimmt nichts damit zu tun gehabt. Und ich bin so doof und habe das letzte Mal hier einfach das Ding verlassen. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll, Junge. Was soll ich denn machen? Ich glaube, das muss ich tatsächlich mal nachgucken. Weil ich hing jetzt schon öfter rum und wusste nicht, was ich machen soll. Und ehe wir das jetzt wieder machen, gucke ich lieber nochmal nach. Ja, es kann halt sein, dass ich auch hier rein muss, wenn ich klein bin. Echt kein Plan. Was soll ich da machen? Okay, ich guck mal schnell nach, Leute, und ich habe gerade sowieso irgendwie voll Frame-Einbrüche. Ich guck mal kurz nach, wie ich an den Jinju rankomme und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und da bin ich wieder, Leute. Es geht weiter. Also wir müssen als Krokodil hierher kommen und dann können wir einfach easy da unten drunter durchgrabbeln. Ich weiß zwar nicht, warum das bei dem ich das gerade gesehen habe, so einfach ging, weil ich habe das eigentlich auch probiert. Und ich habe das nicht so easy hinbekommen. So. Wir müssen aber trotzdem noch schnell Vorbereitungen treffen. Aua. So. Denn wir müssen halt... Ja, 2, 3... Sachen machen, bevor wir, glaube ich, dann alle Jinjos abholen können. Die eine ist halt hier, glaube ich, weil hier war irgendwo auch ein Jinju drunter. Sofern ich mich erinnere. Shit. Das war halt auch so eklig hier. Dieses Umhergeeier. Ja. Ich glaube, ich sollte mich lieber konzentrieren und nicht auf schnell machen. Aber ich denke, hier war einer, unten im Wasser war einer. Waren 2. Ja. Ne, warte mal. Da ist einer. Dann in dem Rohr ist einer. Da ist einer. Und dann ist da hinten einer. Ne, warte mal, ich bin hier gar nicht... Ich bin hier falsch. Okay. Dann ist es doch nicht so schwer, glaube ich. Also, ich gehe mal ganz kurz hier tauchen, denn hier ist irgendwo auch einer. Irgendwo hier stand einer rum. Sofern, genau, hier ist er. Den hätte ich jetzt auch als Krokodil holen können. So.
Dann ist auf jeden Fall einer, ich glaube, in dem Rohr hier drinne. Das bedeutet, da können wir auch erst später weitermachen. So, da hinten in dem Loch ist einer drinne. Und dann müssen wir, glaube ich, mal hochgehen. Und an der einen Stelle runterspringen. Und da quasi nochmal ein Ei reinschießen. Weil ich glaube, da ist dann noch einer hinter so einer Felswand. Da musst du aber, glaube ich, vorher die Wand quasi befreien. Also die Felswand zerstören. Sonst kommst du da, glaube ich, als Krokodil nicht rein. Ich glaube, dass das so war. Ansonsten sind wir dann soweit durch. Dann müssen wir uns nur noch zum Krokodil machen und dann... Ah, shit. Dann war es das auch schon. So, hier kann ich jetzt einfach runterspringen. Und dann war das, glaube ich, hier drüben auf der Seite. Nee, doch nicht. War der nicht hier? Aua. Im Arsch. War hier nicht auch einer? Oh, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ich höre irgendwie der Meinung, hier ist auch ein Ginger drin. Aber nö, hier ist ja gar keiner. War der doch da oben? Ich bin gerade schon wieder so falsch informiert, glaube ich. Mann, was ist denn mit dir hier? Komm, du Penner. Ja, sorry, das Abschließen gehört halt auch dazu, ne? Das nochmal Rätseln und so. Aber war halt doof von mir. Ich hätte es wahrscheinlich schon die ganze Zeit abschließen können. Dann wäre dieses Level komplett gewesen. Ich hätte hier nicht nochmal reingemusst. Ah, wäre schon geil. Dann hätten wir jetzt ein neues Level suchen können. Aber shit happens, ne? Sag ich mal. Was soll's. Dann ist der doch da oben. Dann muss ich das doch noch schnell als Banjo machen. Weil was anderes fällt mir gerade nicht ein. Wohl. Vorne in Soras Reich war... Doch, warte mal, da war auch einer. Auch einer in Soras Reich. Wir machen uns jetzt zum Krokodil, Leute. Das ist mir egal. Wir machen uns jetzt erstmal zum Krokodil. Ah, die Musik ist echt schön. Muss man schon sagen, die Musik ist echt schön. So, wir machen uns jetzt zum Krokodil. Ja, vielleicht hätte ich mir einfach nochmal eine Folge angucken sollen von mir, bevor ich hier in den Part starte. Aber, was soll ich sagen, die Zeit rennt. Ich glaube... Wo war denn der? Wo war denn dieser letzte? Wo? Hä? Ach, hier muss ich runter. Ist jetzt hier wieder die Felswand davor? Bitte nicht. Hallo? Nee, okay. Wir verwandeln uns jetzt erstmal, Leute. Ist mir egal. Ansonsten mache ich nochmal einen Cut und wir holen uns den dann noch schnell als Banjo. So. Einmal zum Krokodil werden, bitte. Mich nervt es halt gerade, dass ich das damals vor, ich weiß nicht, 10 Folgen oder so nicht gesehen habe. Das nervt mich gerade richtig. Dass ich da einfach als Krokodil unten durchschlüpfen kann. Zumindest hat der das gemacht. Also der ist einfach da durchgelaufen durch das Gitter an einer Stelle. Obwohl ich da eigentlich auch rumprobiert habe. Ja, ich habe auch rumprobiert. Aber ich habe nichts gesehen. Und ich dachte eigentlich, hier ist irgendwo auch ein Jinjo, aber irgendwie... Keine Ahnung, wo sind denn die? Boah, hier drinne war aber keiner, oder? Da war doch kein Jinjo drinne. Ich glaube eigentlich echt, dass der da oben auf diesem Gebäude, auf diesem Baum war, von den Gebäuden. Bin ich mir eigentlich jetzt fast sicher.
Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Zeit jetzt hier verschwenden in Soras Domain, aber ich glaube, es wird schon wieder fast ein Part füllen. Nervig, tut mir leid, Leute. Aber das ist halt so in so einem Spiel. Da muss man halt Sachen öfter machen. Und ich denke, wir kommen eigentlich schon relativ gut durch die Games durch. Denke ich. Klar, ich brauche vielleicht an einigen Stellen... Nein, immer mal ein bisschen länger. Aber ansonsten bin ich der Meinung, wir kommen eigentlich ganz gut durch. So, geht's hier rein. So, pass auf. Und der ist jetzt einfach hier. Straight. Hier runter. Warum hat das bei mir nicht funktioniert, Mann? Ich geh kaputt hier. Warum? Ganz ehrlich. Ich war hier fünfmal gefühlt. Fünfmal! Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich cutte das jetzt. Ich will euch das jetzt nicht nochmal antun, dass ich hier alle Jinjos suche. Dementsprechend, wir sehen uns gleich, kurz bevor ich den letzten Jinjo einsammle. Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder oben auf dem Baum. Also es war wirklich hier der letzte Jinjo. Ich bin jetzt mal auf die Position geklettert. Und da ist er. Damit haben wir das letzte Puzzleteil. Und damit haben wir das Level 100% abgeschlossen. Dankeschön. Gott sei Dank. Auch hier müssen wir nicht nochmal rein. Ich bin gespannt, was jetzt noch so hier auf uns wartet. Gibt es eigentlich eine schnellere Methode, das Level hier zu verlassen? Nee, ne? Ich muss jetzt jedes Mal wieder komplett rausrennen, oder? Das ist leider auch irgendwie doof gemacht. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn ich 100% erreiche. Textbox, möchtest du das Level verlassen? Und dann kommst du halt wieder bei Hyrule Field raus oder so. Keine Ahnung. Okay, wir rasen mal kurz los und suchen uns ein neues Level. Denn wir haben jetzt erstmal soweit alle abgeschlossen, bis auf Lon Lon Farm. Da fehlt halt noch ein bisschen was. Aber Lon Lon Farm gehört ja auch zu Hyrule Field. Da müssen wir uns halt dann irgendwie Stück für Stück noch die ganzen letzten Puzzleteile und so raus manifestieren lassen. Aktuell ist da halt noch nicht so viel... Shit. Noch nicht so viel los, ne? Ba, 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 ba. So, let's go. Ba, 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 ba. So, und weiter gerast. Unsere Eier und unsere Federn sind zum Glück auf einem halbwegs guten Stand wieder. Das heißt, damit kann man auf jeden Fall ein Level betreten. So. Ich bin gespannt. Was können wir jetzt... Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse es so sehr, aber es passiert mir halt auch immer wieder. Ich muss mir angewöhnen, wenn ich ein Level verlasse, Finger weg vom Controller-Stick. Denn du weißt nie, wie die Kameraposition in dem Moment ist. So, Leute. Wir brauchen ein neues Level. Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Wo bekommen wir das her? Wir könnten... Also wir können ja hier Nacht machen. Das können wir einerseits machen. Wir könnten aber auch mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo beim Heiliersee oder beim... bei den Dingens weiterkommen. Theoretisch haben wir jetzt den Waldtempel gemacht und müssten jetzt in den Todeskrater. So, ihr habt mir schon erzählt, ich soll den mit der Feder besiegen, aber ich glaube, das bringt hier nichts. Die Frage ist ja jetzt aktuell, wie kommen wir ins nächste Level? Okay, hier haben wir eine rote Feder. Hier haben wir eine goldene Feder. Das bringt mir alles nichts. Das brauche ich alles nicht. Na toll. So, weggeschnetzelt. Haben wir denn hier irgendwas? Hier habe ich mich ja auch aktuell noch nie so richtig krass umgesehen. Aber ich komme hier auch nicht weiter, glaube ich, oder? Normalerweise ist hier auch eine Leiter dran, aber hier ist ja überall nichts.
Oh, hier liegt ein DS rum. Mit Mario Kart. Cool. Okay, auch hier komme ich aktuell nicht weiter. Ja, vielleicht doch einfach mal Nacht machen und dann nochmal umgucken. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Kann man auf die Bäume draufklettern? I don't know. So, wir machen mal kurz Nacht. Gucken mal, was passiert. Vielleicht können wir da irgendwo, irgendwie, an irgendeiner Stelle ein neues Tor öffnen. Ja, guck mal, da oben ist so ein Ding. Nur bei Tag. Ist nur bei Tag offen. So. Gönnen? Gönnen. Bedeutet für mich, wir müssen hier irgendwo wahrscheinlich einen Durchgang haben. Guck mal, das hier ist bei Nacht nicht offen. Oh Gott. Aber hier muss es irgendwo... Oh Gott. Geh doch weg. Irgendwo muss es einen Durchgang geben da oben, dass man da hinkommt. Aber theoretisch müssen wir ja auch zum Todeskrater. Wenn man es jetzt so nimmt. Aber ich will das Spiel halt auch nicht zu ernst nehmen. Also jetzt nicht von der Reihenfolge von Ocarina of Time zu ernst nehmen. Was ist denn hier eigentlich? Waren wir hier schon mal drinne? Keine Ahnung, wir gucken mal. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drinne. Aber hier können wir auf jeden Fall Puzzleteile lassen. Lake Haya. Ja, das ist doch, hört sich doch gut an. Okay, aber da kommen wir auch irgendwie hin. Hä? Okay. Ja, das... Ja, keine Ahnung. Okay. Wir lassen mal Puzzleteile. Und öffnen mal... den Haiersee. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie das aussehen soll. Okay, das Gitter geht einfach auf. Alles klar! Ja, easy. Na dann. Haben wir ja unser neues Level. Ich bin gespannt. Ich erinnere mich auch noch an Schloss Hyrule. Ich bin schon wieder da reingegangen. In der Zitadelle der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Da gab es oben in der Zitadelle der Zeit ein Tor. Da brauchte man aber, boah, ich weiß es nicht, tausende von Noten. Also ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf, leider. Und dann gab es in Hyrule-Stadt ja auch noch... Gibt es da hinten eigentlich irgendwas? Guck mal, das ist eine goldene Feder. Könnte man sich mitnehmen. Dann gab es in Hyrule-Stadt ja auch noch den Laden, wo du anhand von deinen Noten immer mehr Hinweise bekommen hast, wo noch Puzzleteile in Hyrule zu finden sind. Also hier, in dem Hyrule Field meine ich. Das sollte man vielleicht auch sich dann nochmal angucken. Denn wir müssen ja auch hier noch die ganzen Puzzleteile sammeln. Da fehlen ja immer noch 7 Stück hier. Also das ist schon ordentlich. So, ansonsten fällt mir hier aber aktuell auch nicht wirklich noch was auf. Die Musik ist so cool. Das ist so cool, dass sie einfach die Musik von Dingens übernommen haben, von Twilight Princess bei Nacht. Das ist schon ziemlich nice. Okay, Leute, wir betreten den Haiersee. Zum Ende des Parts mal wieder. Der Typ hier ist ein bisschen buggy unterwegs, ja? Bam. Ja, um an den Schädel zu kommen, muss ich dann, glaube ich, von da oben irgendwie rüberkommen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das aussehen soll. Haben wir da eine Leiter? Wir haben hier eine Leiter, ah. Warte mal. Ich mache nochmal Tag, weil dann können wir da wahrscheinlich lang gehen. Vielleicht gibt es auch ein Puzzleteil. Maybe. Machen wir mal eine Minute Überlänge, oder? Wir haben heute schon genug geschnitten. Da gucken wir uns das jetzt nochmal schnell an. Achso, da brauche ich 640 Noten. Keine Ahnung, habe ich 640 Noten?
Ne, 600. Okay, da kann ich eh noch nicht rein. Alles klar, dann beenden wir die Folge für heute, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nächsten Part geht's dann rein in den Haiersee. Tschüssi, Leute!